Hey, warum ich jetzt einfach so eine kleine Runde Gun Game aufnehme und jetzt einfach nur so ein bisschen über so ein Thema talken will. Erstmal nehme ich Gun Game auf, weil ich gerade solche Leute mich echt abfacken. Die spielen die ganze Zeit mit Gold, verlieren dann die Runde. Am Ende bin ich nicked. Also die schreiben FA, please, spielen die ganze Runde permanent mit Gold, verlieren dann und schreiben dann auch noch FA. Nur mal so zum Thema, FA ist bei mir privat, das heißt, ich nehme keine Leute an. Es sind halt wirklich nur Leute, die ich kenne oder so drin. Zum Thema, warum ich jetzt dieses Video mache. Es kamen jetzt längere Zeit keine Videos, also 2 bis 3 Wochen kamen keine Videos. Und ich erzähle jetzt gleich erstmal warum, aber erstmal warum dieses Video uncut ist. Ich habe schon ein Video aufgenommen, das ist so ein Comeback-Video, daran habe ich dann 5 Stunden geschnitten. Das Problem bei der ganzen Sache war, ich hatte die falsche Camtasia-Studio-Version. Und das bedeutet, das wäre einfach ein riesiges Wasserzeichen, genau in der Mitte vom Bild. Und ja, so hätte dann die Aufnahme ausgesehen und es hätte eh nicht die beste Qualität. Deswegen will ich jetzt einfach hier einmal kurz mit Nvidia selbst aufnehmen und zeigen, dass das hier wirklich die bestmögliche Qualität wäre, wie man aufnehmen könnte. Das bedeutet, mit dieser Quali hier könnten Videos theoretisch sein, jedoch rendert Camtasia es leider auf 30 FPS runter und mit Camtasia ist es nicht wirklich möglich, irgendwie mit 60 FPS das Video zu rendern, weil die Datei dann einfach 40 mal größer ist und dann würde es Tage dauern, bis das endlich fertig ist. Ja, das ist halt das Problem. Mit Camtasia kann man deswegen nur 30 FPS aufnehmen. Das hier ist jetzt mal, lasse ich uncut, weil ich lade das einfach so hoch, wie ich es aufnehme, weil dann ist das jetzt wirklich mal die höchstbeste Qualität, die man tatsächlich liefern könnte und halt nicht diese runtergerenderte Qualität. So, warum jetzt aber die ganze Zeit keine Videos kamen, sage ich jetzt erstmal. Am Anfang war natürlich der PC ging kaputt. Wer es nicht mitbekommen hatte, ich hatte einen 24-Stunden-Stream. Dort ging nach 18 Stunden der PC einfach, also die Grafikkarte einfach komplett kaputt. Die war auch nicht mehr reparierbar. Also sie war wirklich, die Grafikkarte ist einfach kaputt gegangen während des Streams, überhitzt und am Ende wirklich komplett kaputt gegangen. Deswegen hatte ich jetzt einen neuen PC. Die Komponenten kann ich euch mal zeigen. Das sind diese hier. Also rechts oben seht ihr das, eine GeForce GTX 1080er und ein Intel Core i7 8700er Prozessor und ihr seht auch die FPS laufen. Also der Rekord war 3500 FPS. Aber warum ich trotzdem, nachdem ich den PC hatte, trotzdem 3 bis 4 Tage kein Video oder so bringen konnte, war wie folgt. Der PC hatte zwar gutes Equipment, aber er hatte sich schon quasi immer runtergedrosselt. Und zwar gab es da nämlich ein Problem. In Minecraft hatte ich 120 FPS, in Aufnahmen hatte das zur Folge, dass es 2 FPS waren. Also in Minecraft hatte das zur Folge, dass es einfach 2 FPS war in der Aufnahme, dass sie einfach von 30 FPS auf 2 FPS runtergefallen ist. Weswegen das genau war, wusste ich halt am Anfang noch nicht. Woran das jetzt liegt, dass diese Grafikkarte, obwohl eigentlich die Grafikkarte komplett funktionsfähig ist, ich nicht aufnehmen konnte. Das Problem bei der ganzen Sache war, also ich bin dann zu Gitarre 3, das ist ein sehr softwarebasierter oder softwareinteressierter Mensch, den es halt bei Twitter gibt, also einfach Gitarre 3, und mit dem kann man dann halt Termin, Tests vereinbaren und der hilft einem da immer so. Das Ding ist, er guckt nach, was mit der Grafikkarte ist, weil eigentlich drosselt die sich ja nicht einfach so runter. Er guckt dann nach. Und es waren 95 Grad. Die Grafikkarte hatte einfach 95 Grad und war bei 100% Auslastung und hat sich deswegen immer runtergedrosselt. Woran das jetzt lag, ist ganz einfach, im Gehäuse war noch Styropor. Styropor zwischen der Lüftung und der Grafikkarte. Und so wurde die Grafikkarte nicht ordentlich belüftet, wegen dem Styropor, der da drin war. Gut, deswegen konnte ich jetzt 2, 3 Tage keine Videos bringen. Jedoch habe ich auch ein neues Mauspad. Da muss ich mich halt auch noch so ein bisschen dran gewöhnen, an dieses neue Mauspad. Was man da macht, wie man damit spielt, weil ich spiele jetzt mit Windows 10 anstatt mit Windows 7 und Alter, das war ja unnötig. Ich spiele jetzt nämlich mit Windows 10 als mit Windows und vorher halt mit Windows 7 und da ist halt so ein bisschen dieser Mauscursor-Effekt so ein bisschen anders. Mit dem Mauspad geht das jetzt eigentlich, aber davor brauchte ich halt wirklich nie ein Mauspad, deswegen muss ich mich daran jetzt auch noch ein bisschen gewöhnen. Und wer sich übrigens fragt, warum ich so viele Partikel habe, ich habe bei Erweiterungen diesen Partikels-Mod hier auf mal 8. Deswegen hat man da halt auch so viel Partikel. Ja, ich musste mich jetzt erstmal so ein bisschen an die Sache gewöhnen und ja, habe jetzt auch 2 Wochen nicht mehr Zock, muss mich auch ein bisschen einspielen, bin jetzt aktuell auch im klaren Fax. Wir haben aber leider noch eine CW-Sperre, nämlich in der Zeit, wo ich einfach nicht da war, hatte dieser unsympathisch wohl einfach gehackt und ich war halt in der Zeit in dem Clan hier.
wo mein PC kaputt war. Das bedeutet, ich habe noch eine CW-Sperre. Das bedeutet aber auch, dass jetzt bald in 7 Tagen oder so wieder CWs kommen. Dann werden wieder CWs kommen. Ich werde dann auch versuchen, wieder Daily-Videos zu bringen und werde jetzt auch in Zukunft öfter streamen. Das heißt, wenn ihr wirklich keinen Stream mehr verpassen wollt, dann könnt ihr einfach die Glocke aktivieren, dann werdet ihr keinen Stream mehr verpassen. So, was zukünftig noch ansteht, ist, dass ich vorhabe, ein 20k-Pack zu machen. Ja, ich sitze jetzt schon ein bisschen dran, so an einem neuen Texture-Pack, das zu machen und will halt jetzt ein neues Pack rausbringen, sag ich mal. Zu wann das denn kommt, ist dann halt noch fragwürdig, aber ja, soweit zu dem Thema. Neues Pack wird also wirklich bald kommen. Das Pack, was ich gerade aktuell habe, ist das Pricing V4. Das Video jetzt hier ist halt ein bisschen unstrukturiert. Ich will halt einfach nur so ein bisschen reden, was jetzt so der zukünftige Plan ist und hat jetzt nicht wirklich viel Struktur. Kann man wirklich so sagen. In Zukunft werden aber auch mal Real-Life-Videos kommen. Das heißt, sowas wie eine Setup-Tour, sowas wie eine Room. Oh Gott, ich hab mir gerade die Nase gejuckt. Sowas wie eine Room-Tour oder so. Oder halt auch wirklich mal Real-Life-Videos. Zumindest nur gucken, welche eine Art. Dann werden noch WW-Videos werden jetzt mal so ein bisschen kommen. Das heißt, so gekartete WW-Videos, dass man ja auch so ein bisschen so auf Nero-Space oder so, so einen kleinen WW-Videos bringt. Dann werden halt wieder CW-Videos kommen. Wie eigentlich immer davor. Ich war ja auch eigentlich ursprünglich nur ein CWBW-YouTuber. Aber ich habe auch den Spaß am Livestream gefunden. Deswegen, wer halt keinen Livestream verpassen will, einfach die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr den Livestream auch nicht mehr. Und ja, oh Gott, shit. Ich werde in Livestreams meistens nicht CWBW streamen. Sonst wird es halt im Titel stehen. Das bedeutet, im Livestream ist es halt meistens so ein Community-Stream. Ich muss ihn einmal kurz killen. Und ja, das habe ich jetzt vor, nämlich so ein bisschen regelmäßiger zu streamen. Das Ding ist jetzt aber, ich werde jetzt in den nächsten 9 Tagen oder so, vielleicht jeden zweiten oder dritten Tag, okay, nur ein Video bringen, weil ich halt aktuell kein CW spielen kann oder so, und deswegen werde ich nur jeden zweiten oder dritten Tag ein Video bringen. Und Gott. Und dann wird es halt jetzt nach ungefähr 10 Tagen oder so, jetzt werde ich wieder versuchen, ein Daily zu bringen. Das bedeutet, dass ich irgendwie einen ganzen Monat oder so versuche, wirklich Daily-Videos zu bringen und auch mal öfters zu streamen. Dafür werde ich jetzt in der Zeit ein bisschen öfter streamen. Das heißt, wer jetzt keine Streams mehr verpassen will, kann, wie gesagt, einfach die Glocke aktivieren, weil ich werde jetzt in Zukunft vielleicht jeden zweiten oder dritten Tag nur noch ein Video bringen, jetzt für 10 Tage oder so, und dafür halt ein bisschen öfters streamen. Und ich muss mich übrigens mit den ganzen Sachen erst wieder einspielen, weil ich neues Mauspad habe, neuer PC und ja, muss ich mich alles ein bisschen einspielen. Falls ihr eine Setup-Tour wollt, dann könnt ihr es auch gerne mal reinschreiben. Ja, ich werde trotzdem, glaube ich, so oder so mal eine Gaming-Tour machen, von daher ist es halt irrelevant. Aber ich werde, glaube ich, in einem Stream mal so ein Donation-Go machen. Und ich wollte gerade ziemlich aktiv weg für eine Kamera oder so, dass man da wirklich auch die Real-Life-Videos mit einer guten Qualität bringen kann und nicht einfach mit so einer Scheiß-Qualität. Deswegen, hier seht ihr einmal kurz, wie die beste Qualität in Minecraft aussehen könnte. Die wird aber leider immer durch Schneideprogramme wie CamPlays heruntergedrosselt und geht dann dadurch halt auf 60 FPS auf 30 FPS runter. Und ja, deswegen haben die Videos halt immer nicht die beste Qualität. Ich werde es mir auch gerade versuchen, irgendwie mit Sony Vegas zu schneiden. Jedoch ist das halt echt eine ziemlich, ziemlich große Ungewöhnung mit Sony Vegas. Ich stand da auch, saß da schon 4 Stunden dran, mich irgendwie in Sony Vegas reinzufinden. Jedoch ist das halt wirklich von Camtasia zu Sony Vegas eine ziemlich große Veränderung. Der hat mich einmal komplett gekillt, Alter. So heftig wurde ich ja noch nie zerstört. Jo. Das war's mit dem kleinen Infovideo. Es werden jetzt einfach jeden dritten Tag oder so ungefähr mal zum Video kommen und hoffentlich müsste mich jetzt keiner finden. So, puh. Und wird dann halt jetzt nach, wie gesagt, nach diesen 9 Tagen kommt dann auch wieder, versuch wieder Daily zu bringen. Dann werden auch wieder CW-Videos kommen. Alles andere habe ich schon angesprochen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Es war ein sehr unstrukturiertes Video. Jedoch wollte ich eigentlich nur so ein paar Sachen jetzt ansprechen. Bist du bitte weg? Okay. Jedoch wollte ich eigentlich nur so ein paar Sachen jetzt hier ansprechen. Ich glaube, die habe ich alle angesprochen. In Zukunft werde es auf jeden Fall normale BW-Videos geschnitten geben und nicht nur diesen Uncut-Scheiß hier, aber das ist wirklich nur so ein kleines Info-Video, dass jetzt in Zukunft auch Streams kommen, in der Zeit, wo ich halt nicht Daily bringe, sondern jeden dritten Tag oder so Videos bringe. Es werden CW-Videos wieder kommen, es wird alles wieder kommen, also könnt ihr euch schon vorbereiten, dass es dann wieder Daily kommt, jetzt nach ungefähr 10 Tagen oder so. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, haut rein, und ich muss jetzt einfach so die Aufnahme beenden, indem ich auf Aufnahme beenden drücke. Gott, das ist so unprofessionell. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, Mittag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und
Ciao.